Warte mal. Weiter geht's. Hier sind drei Stück. Gesicht in der Stadt. Habt die Wüste überlebt, was? Ich habe da eine Aufgabe für jemanden, der sich da draußen behaupten kann. Ich brauche eine besondere Zutat. Giftdrüsen von Skorpionen. Die haben es in sich, wenn man sie richtig einsetzt. Bringt mir eine Handvoll und ich werde euch entlohnen. Sieht schon so nach so einer kleinen Gasse aus. Wir haben eine Lieferung, die in 2 Wochen nach Skorvos gehen soll. Ich handle mit Khazra-Drüsen, aber Teile meiner Ware sind verdorben. Jetzt fehlen mir welche. Ich muss mehr beschaffen, sonst treibe ich bald tot in der Bucht. Der Moschusmarkt ist gnadenlos. Mein Glück, dass gerade ein paar Khazra aus dem Süden gekommen sind und ihr jetzt hier seid. Schneidet ihnen einfach die Drüsen heraus. Ich kümmere mich um den Rest. Gut. 20 Khazra-Drüsen und jetzt sind wir noch bei einer Nebenquest, nämlich die an dem Docks. Würde mir gefallen. Seid gesegnet, Freundin. Ich sage es euch, der alte Schrein... Im Norden der Stadt gibt es einen alten Schrein. Letztens bin ich daran vorbeigegangen, als er mich anschrie. So deutlich, wie ihr jetzt mit mir sprecht. Alle halten mich für verrückt. Ihr müsst mir glauben. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Drei Quests, wie weit sind die verteilt? 1, 2. Skorpion, da in der Wüste. Voll, legendäres Schwert. Oh, und aber viel zu schlecht. Schade, schade, Schokolade. So. Thank you.
Das für ein Ding auf der Karte da. What the f- What? Was ist das? Wie gut die Opfergabe der Karte sammelt. Quest. Quest. Sammelt Todesseelen der Kassra. Wir haben ja aber mitten in diesem Ding hier nochmal eine Nebenquest tatsächlich. Ich bin erschöpft. Wasserflasche. Wasser geben. Ich dachte, ich könnte es schaffen und Omads Festung sehen. Aber das muss ein Zeichen sein. Akkarat will, dass ich umkehre. Möge Akkarat euch führen und schützen. Sehr schön. So. Wir haben noch einen Keller, den nehmen wir auch mit.
Da sind schon wieder alle. Ah, wir sind erstmal entkommen, glaube ich. Ja, nur ein paar Fliegen. Okay. Da ist noch wieder eine Festung. Gut, dass wir sie haben. Und hier geht's zum mysteriösen Schrein. Das machen wir als nächstes. Und da gibt es wieder eine Nebenquest, natürlich. Egal, wir gehen jetzt erstmal. Mit dem Wanderer. Seid vorsichtig! Schickt sie in den Sand zurück! Angriffswellen. Ich bitte drum. Halt durch, du schaffst das. Sehr schön. Mit Meisterschaft sogar. Perfekt. Sehr schön. Infernale Schwester. Nice. So, Ring. 573. Schaden. Gegen unterkühlt. Die vergiftet sind. Glückstrefferchance und eingefroren. Giftfalle unterbricht länger Verstohlenheit. Ist schon gut. Ja, machen wir hier was rein.
Oh, gibt's auch hier. Brauche ich zu viele von. Ich glaube, das wird hier sonst nichts. Da ist der Schrein. Hier steht vor Eisel der Wisterei. Oh. Im Klang dieses Namens hättet ihr vor Ehrfurcht in die Knie gehen sollen. Wir haben ein goldenes Zeitalter hervorgebracht. Und was war der Dank? Ich bin in diesem Felsen gefangen. Dazu verdammt in alle Ewigkeit dem Pöbel beim Tränken seiner Kamele zuzusehen. Oh. Aber ihr seid keine Bäuerin, oder? Selbst in dieser Gestalt spüre ich das. Es ist also beschlossen. Ich werde euch erlauben, mir zu assistieren. Zuerst benötigen wir ein geeignetes Gefäß für meinen Wechsel. In der Nähe gibt es eine Höhle mit einer magisch versiegelten Truhe. Öffnet sie mit dem Spruch Isun Sen Atrox. Bringt mir den Inhalt der Truhe und ihr werdet belohnt. Was ist das? Weiß ich nicht. Und sag. Da haben wir nochmal zwei Sachen mehr gefunden. What's this? Egal. Berg, die Berg im Konklave, Gefäß von Witzerei. Na dann. Diese blutrote Kanalisiererin. Okay. Die hat Schmerzen. Mehr Zeit.
Die Falle habe ich ja mega bescheuert gesetzt, aber auch da rennt einer rein. Schlachtet genügend Gegner ab. Ja, da hat der Schaden auch noch irgendwie leider sehr gefehlt. Egal, weiter geht's. Also, war jetzt eins von denen. Ich kann nicht mehr tragen. Warte, schon wieder nicht. Dann weiterverkaufen. Nicht Elite-Gegner. Basis. Benommen. Kritisch. Angriffsgeschwindigkeit. Ja, die kann ich jetzt nicht ignorieren, auch wenn das ein Kackdolch ist. Mano. Okay. Ich kann das zerteilen. Da haben wir es. Haben wir? So, wo ist die Truhe? Sieht aus wie. Wie heißt denn die Stadt in Uldum nochmal in WoW? Amakan oder so? Voll die Ähnlichkeit, finde ich. Wieder hoch hier. Sammeln. Und den Gegner, den wir brauchen, töten. Natürlich.
Ah gut, hat zumindest genug getroffen, die Falle. Dann können wir jetzt erstmal weiter. Hier gibt es nichts für die Quest zu sammeln. Gefäß der Witzierei oder so. Aber wir sollten auch nicht mehr zu lang für 50 brauchen. Ja, wir sind die letzten Nebenquests danach endlich das Finale von Akt 3 dann. Ich denke zumindest, dass wir, wie gesagt, beim Finale von Akt 3 sind. Auch wieder was ganz anderes. Laborschlüssel. Elite. Oh, wir haben hier einen Nebenquest gefunden. Oh, wir haben hier einen Nebenquest gefunden. Sehr schön. Jemand wird sich freuen, das wiederzubekommen. Irgendwo hatte ich hier ein Dorfbewohner zu. Oh Gott, dieses. Noch einer. Laborschlüssel. Oh, jetzt noch mal ein Elite-Gegner irgendwo. Da oben. Die nehmen wir natürlich mit. Da hinten ist Dash. Das Tor. Geht denn hier ab? Ah, zum Glück, Schaden über Zeit regelt.
befallenes Labor. Bittet alle Gegner im befallenen Labor. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht mehr raus aus der Ecke. Das sind auch so Kackgegner hier. Natürlich, wo kommen die her? Weiß man nicht. Kombiniert sich das jetzt hier mit einem Weltereignis oder so? Legendärer Ring. Ach, sie ist das hier, okay. Willst du dazu? Den Gegnern noch. Okay. Diesen Dungeon heute. Nochmal hier.
Tötet den Schwarmmeister. Sollte nicht so das Problem sein. Nö. Oh, ah, ne, er. Doch. Vorbei. Hui. Sehr gut. Jetzt kehren wir zu Isel zurück mit dem Arm, den wir da hergeholt haben. Wissen auch im Hellen, ist ja auch was Schönes. Ja, ja, ja. Oh, jo. Das ist eine ziemlich fette Truhe. Oh, sind ziemlich viele Gegner. Die Truhe lassen wir uns auf jeden Fall nicht entgehen, das ist ja wohl klar. Und den Keller auch nicht. Ja. Ohne überhaupt ein Stück weit die Story gemacht zu haben, sind wir gleich Level 50. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Das schaffst du. Bitte die verbleibenden Gegner. Mental fast schon wieder voll. Was haben wir hier bekommen? 557. 73.
Bewältigungsschaden plus 2, maximale Energie 5 ist egal. Schaden gegen Folgen, die verlangsamen, Ausweichchance. Ich finde das mit dem Erleben jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Wir behalten den jetzt erstmal, den wir haben. Sehr gut. Lass mal in die Spinnweben laufen. Mein Champion kehrt siegreich zurück. Endlich ist jemand kompetent genug, selbst die einfachsten aller Aufgaben zu erledigen. Platziert nun das Gefäß vor mir. Ja, bitteschön. Dann darf ich dich töten oder so. So eine Dreistigkeit. Dieses Gefäß soll mich beherbergen, bevor sich langfristigere Lösungen arrangieren lassen. Mein Athenäum birgt die Antworten. Quest Tainorgu, Bendu Taiure. Es ist zwar etwas eng, aber es passt. Jetzt hebt mich hoch. Ich muss unser altes Athenäum wiederfinden. In der Annahme, dass die Visjakta das nicht auch in Schutt und Asche gelegt haben. Es liegt... Ich erkenne dieses Land nicht wieder. Bringt mich nach Caldeum, damit ich mich orientieren kann. Caldeum. Da kam ich doch gar nicht rein. Wie soll das denn gehen? Noch eine Quest, stimmt. Ich kann nicht gehen. Meine Nima ist verschwunden. Als ich geschlafen habe. Ich bin hier geblieben in der Hoffnung, dass sie zurückkommt. Aber bisher kein Glück. Sie ist alles, was ich noch habe. Wie sieht sie aus? Braune Augen, sandfarbenes Fell, liebt Hafer. Was soll der Blick? Die meisten Kamele lieben Hafer. Nehmt einen Sack von dort drüben mit, falls ihr sie findet. Sie folgt keinen Fremden, außer sie haben etwas zu fressen dabei. Findet Nema. Okay, machen wir erstmal das. Wenn man das in der Nähe ist. So viele Spieler wie heute habe ich lange nicht mehr getroffen beim Spielen hier. Ja, weil ich so low war die ganze Zeit oder ich mal ansatzweise irgendwie im Endgame mal war. Oder weil wenig Leute Diablo spielen. Weiß ich nicht. Inventar schon wieder voll. In der Tat. Ja, wieder ein Gerku.
Diesmal müssen wir aber nichts auf die Truhe legen, oder? Nee. Mal noch. Ungewöhnlich, aber eine gute Ergänzung meiner Waren. Kommt bald zurück. Ich kann das zerteilen. Kommen wir auch erstmal dann jetzt wieder ein Stückchen mit hin. Gefunden. Ah. Wir müssen euch nach Hause bringen. Folgt mir. Okay. Hier entlang. Gibt es hier ein Problem? Skorpione! Oh, Massenskorpione! Das ist ja hervorragend! Dann Segen! Perfekt. Okay. Nima? Nima, du lebst? Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Oh, ich danke euch, gütige Fremde. Danke. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Mhm. Gemacht. Okay, jetzt. Zwei Quests hier zum Abgeben. Die dritte ist hier. Okay, es sieht gut aus jetzt endlich. Und dann gehen wir jetzt in Richtung Aldeum halt. Mal, ob wir nach oben da irgendwie in das Land kommen. Möge Akarat mich schützen. Oh.
seid gesichert. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Seid vorsichtig! Im Wasserhaft werde ich nicht schaffen, glaube ich. Wir haben die Meisterschaft geschafft. Wuhu. Aber knapp. Ist mir auch egal. Geht's auch in die Richtung. Gucken wir mal. Naja, gehen wir jetzt nach Caldeum, dann die Quests ab und im Idealfall fangen wir dann endlich mit der Hauptquest an.